meine Damen und Herren, gutes Leben im ländlichen Raum. Gutes Leben im ländlichen Raum wird natürlich getragen in erster Linie von Gesundheitsversorgung, Schule, Bildung, Pflege und natürlich auch den Möglichkeiten, eine angemessene Arbeitsstelle zu finden und damit ein Auskommen zu haben, ein finanzielles Auskommen für sein Leben. Ich glaube aber, mindestens genauso wichtig für ein gutes Leben ist die, ich sag's mal so, die Kraft der Dorfgemeinschaft. Das heißt, das soziale Zusammenleben, die Nachbarschaft, das, was einen umgibt und wie man mit Menschen zu tun hat. Ich möchte anfangs dazu zwei Beispiele nennen. Zwei Beispiele, die vielleicht auch ein Pol deutlich machen oder Polé deutlich machen zwischen einer sehr unspektakulären, einfachen Gestaltung der Dorfgemeinschaft und einer eher professionellen Herangehensweise. Klitznik ist ein kleines Dorf im Jerichower Land, also in Sachsen-Anhalt. Es hat 150 Einwohner und hat nach der Wende schon früh, also eigentlich Anfang der 90er Jahre, sein Schicksal mehr oder weniger selbst in die Hand genommen. Gemeinschaft, Projekte, Musikfeste, Orte, ein eigenes Musical, Treffen, ein Weinberg, gemeinsame Weinlese, alles das ist über die Jahre entstanden und macht das Dorf lebenswert. 2004 ist Klitznik sogar ausgezeichnet worden in Kanada als eine der lebenswertesten Gemeinden auf der Welt. Ein kleines Dorf mit 150 Einwohnern. Interessant ist, dass das Ganze getragen wird von einem Verschönerungsverein. Das klingt zwar etwas altmodisch und altbacken, aber ich habe es ja gesagt, das ist etwas Unspektakuläres, was ich Ihnen jetzt hier vorstelle. In diesem Verschönerungsverein sind fast alle Dorfbewohner Mitglieder. Und über die Mitgliedsbeiträge wird auch immer wieder versucht, eigene Projekte und eigene Ideen zu finanzieren, bis hin zu Eigenmitteln für die Förderung von größeren Projekten. Unter anderem ist auch ein Aussichtsturm dann über Umlagen und die Mitgliedsbeiträge des Verschönerungsvereins finanziert worden in Klitznik. Sie sehen hier nochmal die Vielfalt, aber es ist eigentlich das, was man von Dorfleben kennt und was nach außen hin natürlich zunächst mal, wie soll man sagen, sehr harmonisch und sehr zufrieden aussieht. Natürlich stecken darunter auch Konflikte, das ist vollkommen klar, und Spannungen. Aber trotzdem würde ich sagen, es macht viel an Lebensqualität letztendlich aus. Die andere Seite dieses Spektrums ist das Unternehmen Dorf. Am Süntelrand, nicht weit von meiner Heimat bei Hannover, gibt es drei kleine Orte, Fleggesen, Hasperde und Klein-Süntel, die Ortsteile der Stadt Bad Münder sind. Und Sie sehen es hier allein schon oben aufgelistet. Sie sind über die Jahre in vielen Wettbewerben ebenfalls auch als Sieger und als beispielhaft ausgezeichnet worden. Ursprünglich oder Ausgangspunkt war, dass in diesen drei Sünteldörfern die Schule geschlossen werden sollte. Die Bürger haben daraufhin beschlossen, wir treffen uns und überlegen mal, was können wir machen? Wie können wir sozusagen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und haben sogenannte Küchentischgespräche initiiert. Heute sind ca. 350 Personen zwischen 5 und 90 Jahren beteiligt, treffen sich regelmäßig und versuchen vor allen Dingen über diese Ideenwerkstatt Dorf Zukunft ihr Dorf oder ihre drei Dörfer zukunftsfähig und widerstandsfähig zu machen. Und das ist immer wieder auch ein Thema für Dörfer im ländlichen Raum, den Zuzug zu sichern und auch die demografische, wie soll man sagen, Widerstandsfähigkeit herzustellen über Zuzug. Auch hier machen natürlich diese Preisverleihungen enorm viel aus und wirken zurück auf das Funktionieren der Dorfgemeinschaft und die Stärkung und sind letztendlich auch ein Teil des guten Lebens und des Wohlfühlens und der Lebensgemeinschaft. Ich hatte aber gesagt, es ist sehr professionell, wie daran gegangen wird. Es gibt mittlerweile einen Dorfladen, der über einen Verein organisiert wird. Es gibt einen Dorfcafé und es gibt eine gemeinwohlorientierte Immobilienvermittlung. Dahinter steht die Organisation einer gemeinnützigen GmbH, getragen von Dorfmitgliedern mit dem Ziel,
vor allen Dingen den Leerstand im Dorf anzupacken und gegebenenfalls auch durchaus Immobilien zu erwerben und wieder zu veräußern und somit das, was ich vorhin gesagt hatte, diesen Zuzug zu generieren und neue, aktive und möglichst auch junge Familien in das Dorf zu holen und für das Dorf zu begeistern. In anderen Zusammenhängen haben Kollegen von mir darüber diskutiert, dass gerade diese Eigenorganisation des Dorflebens sehr wichtig ist. Dinge in die eigene Hand zu nehmen, da geht es nicht darum, etwas zu kompensieren, was der Staat nicht macht, sondern es geht darum, selbst zu gestalten und Selbstwirksamkeit auch zu erfahren. Und natürlich braucht man am Ende immer auch so etwas wie professionellen Zusammenschluss. Das kann, wie im Kitznick, ein Verein sein. Es kann aber auch noch mehr sein und vielleicht auch noch ein Stück professioneller sein und so etwas wie eine gemeinnützige GmbH oder auch die Idee einer Bürgergenossenschaft, die letztendlich nicht nur ein Thema hat, sondern die großen Themen des Dorfes oder der Kleinstadt in sich vereint und gemeinsam organisiert. Ich habe mich immer gefragt, was denn den Erfolg macht von den Beispielen, die ich gut finde. Also die ich mit meinem Beurteilungsraster als positiv bewerte. Und es sind häufig ähnliche Dinge, auf die ich dann immer wieder stoße, wenn man etwas nachfragt und wenn man etwas mehr in diese Geschichte dieser Orte hineingeht. Zunächst mal, Dinge passieren ganz einfach. Sie werden nicht von vornherein durchgeplant, sondern es ergibt sich was und daraus entsteht eine Dynamik. Zum Zweiten, es gibt häufig natürlich auch Problem- und Handlungsdruck. Bei den Sinteldörfern war das Beispiel Schule da. Und in dieser Krise packt man sich zusammen, kommt man zusammen und entwickelt neue Ideen und packt die Dinge an. Natürlich gehört immer dazu Fantasie und Ideen. Ohne dem geht es nicht, aber häufig ist es auch wichtig, Impulse von außen zu bekommen oder zu gucken, wie machen es denn andere? Oder einfach nur vor Ort einen Vortrag zu hören. Und dann sagt einer, Mensch, das ist doch eine gute Idee und warum machen wir das nicht? Also es braucht dann aber im Anschluss auch Mut zu neuen Wegen. Es ist sowas wie ein soziales Unternehmertum, was dafür erforderlich ist. Und es braucht ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit, dass einmal etwas notwendig ist, also der Bürgerbus notwendig ist oder die gemeinschaftliche Aktion, sich auf den Weg zu machen, einen Dorfladen zu initiieren im Dorf und auch gewollt ist. Also es braucht ein öffentliches Bewusstsein und am Ende, und ich halte das wirklich für ganz, ganz wichtig, es braucht auch Rückendeckung in der Kommunalpolitik und einen politischen Willen, etwas zu tun und etwas eigenständig zu tun und Freiheiten auch zu bekommen auf der unteren Ebene von Quartier und Dorf. Sondern wenn man das zusammenfasst, läuft vieles auf diese beiden Punkte hinaus. Zusammenarbeit und Kooperation. Also ohne ein gewisses Maß an Zusammenarbeit wird man keine neuen Ideen generieren können und wird man auch nicht ein Stück weiterkommen aus der Dorfgemeinschaft heraus. Gemeinsam ist also ein ganz zentrales Thema für das gute Leben im ländlichen Raum, in den Kleinstädten, Dörfern und Quartieren. Und diese Kooperation kennen wir im Alltag. Das ist ja nicht etwas Neues, sondern Zusammenarbeit ist in vielen Dörfern und Kleinstädten aus meiner Sicht gelebte Kultur und eingespielter Alltag. Vereine, Initiativen, Nachbarschaften, Feste. Natürlich, manchmal funktioniert es sehr gut, manchmal funktioniert es schwieriger, manchmal stecken darunter auch Konflikte und Streit. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem würde ich sagen, diese Zusammenarbeit ist schon so etwas wie gelebter Alltag in Dörfern, Kleinstädten und im ländlichen Raum. Und diese muss erhalten werden, gestärkt werden und gepflegt werden. Und wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir immer in den Orten an dem ansetzen, was an Zusammenarbeit schon vorhanden ist und was an Aktivitäten vorhanden ist. Und das ist das Zweite, was ich meine. Wenn man einen Schritt weiterkommen will, dann weisen häufig Kooperation und Zusammenarbeit in Kleinstädten und Dörfern den Weg zu neuen Lösungen und den Weg zu mehr Lebensqualität.
in fast allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen helfen diese neuen Allianzen weiter. Wir kennen das aus der Diskussion um wirtschaftliche Entwicklung und bei Unternehmen, die sich von ganz alleine Partner suchen, die sich gegenseitig stärken. Auch in der Diskussion um die Innenstädte, auch in kleinen und Mittelstädten, läuft immer vieles am Ende darauf hinaus, okay, wir müssen uns zusammenschließen. Und die Einzelhändler müssen sozusagen diese neuen Allianzen bilden. Aber auch in Bildung, Kultur, Sport, in den Vereinen spielt es eine riesengroße Rolle angesichts demografischer Veränderung und einer Veränderung des Engagements und der Engagementkultur in Gesundheit, Pflege und Mobilität ebenso. Da ist es dann auch vor allen Dingen die Zusammenarbeit zwischen denjenigen, die die informelle Arbeit machen, die sich selbst organisieren und denjenigen, die die professionelle Arbeit machen. Pflege und Mobilität wird es besonders deutlich, wie wichtig gerade dieses Zusammenspiel ist zwischen Ehrenamt, Engagement auf der einen Seite und engagementgetragenen Angeboten auf der einen Seite und professionellen Angeboten in Mobilität und Pflege auf der anderen Seite. Also erst durch diese Kooperation und Zusammenarbeit kommen wir einen Schritt weiter und erreichen auch neue Qualitäten vor Ort. Davon bin ich überzeugt. Dann wäre die Frage, was sind denn dann die Gelingensfaktoren? Zusammenarbeit hört sich ja immer einfach an, aber wir kennen es alle, es ist letztendlich nicht einfach. Wir hatten im letzten Jahr in der Hochschule Neubrandenburg, in unserer Region Mecklenburgischen Seenplatte, eine Tagesveranstaltung, eine Regionalkonferenz genau zu diesem Thema Kooperation. Wir haben lange überlegt, ob wir so ein abstraktes Thema nehmen. Es war dann aber sehr erfolgreich und am Ende ging es um 7 Gelingenheitsfaktoren, die deutlich geworden sind, wenn es um Zusammenarbeit und Kooperation geht. Wir brauchen ein klares materielles Ziel. Wo wollen wir hin? Nur dann wird Zusammenarbeit gelingen. Und wir brauchen einen richtiges Beteiligungsmaß. Es geht nicht darum, alle mitzunehmen und alle zu beteiligen von Anfang an, sondern es muss ausgewogen sein. Wir brauchen Zeit, um organisch zu wachsen. Also Kooperationen brauchen Zeit, um organisch zu wachsen. Und Zeit bedeutet auch langer Atem. Wir brauchen ein rechtes Maß an professionellen Strukturen. Immer, wenn man etwas selbst in die Hand nimmt, kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man professioneller werden muss, sowohl im Handeln als auch in den Strukturen und Organisationen. Also ist immer die Frage, diese Schwelle zu überschreiten. Und dann nimmt natürlich auch die Verantwortung zu. Wir brauchen eine gute Balance zwischen Geben und Nehmen untereinander in Kooperationen. Wir brauchen, und das finde ich auch sehr wichtig, eine Verbundenheit über den konkreten Zweck hinaus. Zusammenarbeit gelingt klar, wenn ein klares materielles Ziel da ist. Aber Zusammenarbeit gelingt vor allem dann, wenn auch eine Verbundenheit zwischen denen da ist über dieses konkrete materielle Ziel und auf der Ebene der Dorfgemeinschaften, Quartiersgemeinschaften und auch in den Kleinstädten wird das natürlich nochmal deutlicher. Das ist natürlich auch die Identifikation mit dem Ort. Und wir brauchen reife Persönlichkeiten in den Verantwortungen. Zentral bei allen Kooperationen in Kleinstädten, Dörfern und Regionen des ländlichen Raums ist es aber, dass Altes und Neues, also Erfahrung und Innovation, Alteingesessene und Zugezogene, gut zueinander kommen und zusammenwirken. Das ist für mich letztendlich ein ganz zentraler Schlüssel für den Erfolg von Kooperationen im ländlichen Raum. Und die Rolle der Gemeinde? Die Gemeinde sollte zunächst einmal Ermöglicher sein. Das heißt, sie sollte ermöglichen, motivieren, qualifizieren, moderieren, koordinieren und wertschätzen. Mir ist durchaus bewusst, dass man da vielleicht auch die Gemeinde etwas überfordert. Wir haben auch immer wieder gerade in den Bereichen der Daseinsvorsorge den Landkreis als kommunale Ebene, die wichtig sind. Und für den Landkreis geht letztendlich das Gleiche, wobei natürlich der Abstand zwischen Landkreis und örtlicher Ebene sehr groß ist. Wie gesagt, aber das bedeutet, dass die Gemeindeverwaltung und auch die Gemeindepolitik sich auf eine etwas andere Sicht der Dinge als traditionell üblich einlassen muss und letztendlich auch der Zivilgesellschaft Freiraum und Möglichkeiten geben muss und das, was entsteht vor Ort, auch wertschätzen und unterstützen muss.
In der Raumordnung oder in der Landes- und Regionalplanung gibt es diesen schönen, wirklich guten Begriff des Gegenstromprinzips. Das heißt, wir wirken von oben und von unten. Einen dauerhaften Erfolg erreichen letztendlich Kooperationen und Netzwerke im ländlichen Raum, von Bürgern getragen, nur dann, wenn diese Partnerschaften auch mit der Politik und Verwaltung verbunden sind. Und andersrum, das hatte ich eben am Ende gesagt, muss Politik und Verwaltung auch Gelegenheiten geben und Freiräume geben für Kooperationen, Netzwerke, die von Bürgern geschaffen werden und diese Netzwerke und diese aktiven Bürger auch in ihre kommunale Daseinsvorsorge einbinden. Also wie gesagt, das ist so eine Gegenseitigkeit und ich bin sehr davon überzeugt, dass Qualität am Ende, also Qualität im Sinne von Angebote und Organisation von gutem Leben im ländlichen Raum, nur dann gelingt, wenn beides zusammenkommt. Also eine starke Zivilgesellschaft, eine starke Bürgerschaft mit viel Ideen und Eigenantrieb und auf der anderen Seite eine Politik und Verwaltung, die das wertschätzt, unterstützt und auch diese Freiräume der Gestaltung einräumt. Das heißt, dafür ist wiederum am Ende Kommunikation und Vertrauen das Entscheidende. Wobei wir wissen alle, Kommunikation ist einfach gesagt, aber in der Realität letztendlich auch nicht so einfach umzusetzen. Ich danke Ihnen.